Oh, okay. War das jetzt Layers of Fear 1? War es das mit dem Spiel? Ah, das Ding ist, ich kenne halt die Originalen gar nicht, ne? So, I'm here. For a place belonging to Posh Ass Agency, this is weird. If they wanted to have a decor that corresponds with story, so ich bin hier für einen Laden, der zu einer schrecklichen noblen Agentur gehört. Ist all das seltsam? Wenn es das Ziel gewesen war, eine Einrichtung zu haben, die die Geschichte von entsprach, hatten sie damit Erfolg. Es ist dunkel und es gibt Ratten und seltsame Gemälde. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, das hier war eine Art beschissenes Experiment, zumal der Mann so kurz nach meiner Ankunft angerufen hatte, um zu sehen, ob ich arbeite. Als ich gerade anfangen wollte zu schreiben, hörte ich ein seltsames Geräusch, aber es stellte sich heraus, dass es nur Ratten waren. Glaube ich. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Später rief ich an, um ihn wissen zu lassen, dass ich hier bin. Er munterte mich immer wieder auf. Okay, wahrscheinlich unseren Sohn. All changed when the daughter was hat sich alles geändert, als die Tochter geboren wurde. Wow, der Preis für den klischeehaftesten Satz geht an mich. Tschüss. Schade, hätte ja viel zu einfach sein können. Gut, das hat geklopft. Digga. Kinder ändern alles. Nimm deine eigene Erfahrung. Ich weiß, wie es ist, eine Mutter zu sein. Was ein Kind ändert, fühl dich rein. Fahrt nicht mit Stadtbussen. Das ist eure Chance, Rassentrennung zu beenden. Hä? What? Konnte ich hier vorher auch schon rein? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Oder konnte ich hier schon vorher rein? Das klopft so. Wir hatten eine Vereinbarung, eine Frist, die sie nun zum dritten Mal verlängert haben. Wenn sie dieses Drehbuch nicht fertigstellen, wird es jemand anderes tun. Okay. Achso, das ist das Fenster, das hier rumknallt, okay. Nein, die Tür lassen wir mal schön zu. Ach so, ich habe gedacht, es geht jetzt hier nach draußen. Here, son. It'll help with the pain. Ist das Gras? Okay. Here, son. It'll help with the pain. Okay. Come on. What happened to you when your daughter was born? Komm schon. Was ist mit dir passiert, als deine Tochter geboren wurde? Erzähl es mir. Gabriel? So, achso, da können wir nicht hoch, okay.
Das ist schon gelesen. We had an agreement. Ja. Okay, Vereinbarung, ja. Den haben wir, glaube ich, gesehen, den Waffenbild. Können wir jemanden anrufen? It's me. Mama? Did something happen? I don't know. I don't feel good. I don't like this place. What do you mean you don't feel good? Do you need a doctor? No. It's dark in here. I'm scared. Mom, it's night. I think you just had a bad dream. Everything will be okay in the morning. I imagine the lighthouse gets lonely, but come on. It's you who wanted to go there. No, you don't understand. It's dark. It's awful, and I can't write. Everything is... Hello? Oh, Alter. Fuck! Now that's no way to greet your muse. What your surprise. Creation isn't pretty. You pushed a human being into the world, and now you need to do the same with a book. I'm here to help you with that. How? Okay, so kann man es natürlich beschreiben. Jetzt komme ich nicht dran, ne? Oh, Alter, ist das unangenehm. Genau, wir gehen jetzt erstmal in den Keller. Stromausfall, erstmal in den Keller. Normal. Oder müssen wir in den Keller? Ach so, ich... Ah, okay. Da waren wir gar nicht mal so falsch gewesen. How? She asks. The same way I helped the painter, the musician, and the actor. All you have to do is choose. Your voice will be heard. It won't. It never is. Dem Maler, dem Musiker und dem Schauspieler. Geht das um die Figuren, um die wir schreiben? Jetzt macht uns erstmal noch schön die Lampen alle kaputt, der Sack. Komm, die denn weg. Ja, du kleine Ratte. Da ist er. And now, with my help, it's possible. Do you choose to use it? Say it. No. I do. I choose your help. Warum? Then it is done. Warum? Warum tust du das? Oh, Bruder. Haben wir jetzt irgendwie so einen Teufel auch beschworen oder sowas? Hello? Oh, thank God you're okay. What happened? What do you mean? You were scared. And the call was cut off, and... Oh, that... That's nothing. The generator died. It's fine now. Oh. Okay. I guess that's good. How do you feel? You sounded upset. I'm worried. I'm good. But... I'm good, son. It's as you said. I'm exactly in the place I wanted to be. Are you? Yes, I'm sure. I need to get back to work. Good night. Love you.
Okay, ja. Also wir bekommen jetzt Hilfe von jemandem. Und die Frage ist, was will er dafür? Moths, drawn to the fire. Motten werden von dem Feuer angezogen, egal ob die Flamme aus Verlangen, Verzweiflung oder Hass sind. So. Okay. So, okay, es geht weiter. Alles klar, das war nur ganz kurz, ja, ein Zwischenkapitel oder sowas. What is the coming water? Achso, ich hab gedacht, wir brauchen eine Spritze oder sowas. Ja gut, okay, dann haben wir doch nichts verpasst. Mein Herz, kannst du mich hören? Okay. Geht es jetzt um unsere Tochter vielleicht? Weil wir haben ja gerade so ein Kinderlachen gehört. Er versuchte sich zusammenzufügen, okay. Ja, Puppen. Ich hoffe, uns wird nicht eine Puppe jagen hinterher. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Ja. Hehe, kommst nicht raus, jetzt bist du hier drinne. Eheratgeber, Kind in einer Ehe, erwarte das Unerwartete. Die Alltagsmagie der Elternschaft. Das neue Buch von Molly Pierce ist ein Muss für Eltern, die ihr erstes Kind erwarten und ein fröhliches, gesundes Umfeld für ihr Baby schaffen wollen. Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie einen Gratissatz motivierender Aufzeichnungen Stark genug Volume 1 und 2. Immer diese Werbemacher hier, die einem immer alles aufdrängen wollen. Hush, Daddy's here. Hush, little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Mommy's not here, not right now, but I don't know why, everything's gonna be alright. So, okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Ich habe immer noch die Lampe. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, ich werde sie weiterhin brauchen für Abwehr oder sowas oder für Anomalien. Gut. Hallo, Papa ist da. Sometimes schön, hast du das gemacht. Be in the dark to see. Perfekt. Hallo. Da freust du dich, ne? Und wo soll ich jetzt lang? Okay, wunderbar. Das findest du lustig, ne? Ich bin auch ein bisschen blöd, ne? Wieso habe ich nicht direkt... Ah! Okay. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich nicht die Lampe benutzt? Vielleicht finde ich einen Hinweis damit. Gut. Papi findet dich gleich. Schluss mit dem Versteckspiel. Immer nach links. Ah. Na, wo jetzt? Wo bist du, kleiner Racker? Ha? Wo gehen wir jetzt? Lang?
Ja, wo soll ich denn jetzt lang? Okay, wir haben diesmal keine Hinweise. Was heißt das? Delirious? Was heißt Delirious? Wieso sagt mir kein Untertitel? Untertitel! Ah, fantasierend, okay. Delirious, fantasierend. Drunk, besoffen. Hoffnungslos. Sehr cool gemacht. Das Bild, warum ist das Pferd pink? Ja. Alter. Oh, uncool. Ich habe mich gerade schon ganz gewundert, wieso meine Kopfhörer so runterrutschen. Ah. Ohrpolster kaputt. Muss mir neue Ohrpolster holen. Okay. Ich wunderte mich ganz, wieso rutscht der mich hier die ganze Zeit so runter? So. Okay, warum pink? Ist so, vielleicht wird sie auch eine Künstlerin später. So wie ihr Papi. Ah, das sind Blumen. Ich dachte, das wären Pfeile. Lass mich raten, ich darf da nicht hingehen, ne? Ich habe Angst, da durchzugehen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ein Puzzle Piece. Wahrscheinlich kriege ich wieder nicht alle. Das ist schon mies, ne? God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Okay, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah, genau, da gibt man sich schon die Mühe, möglichst alles zu finden, alles zu suchen. Und trotzdem findet man nicht alles. 2. Oktober, meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch ein Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur das Talent und Ambition. Heute habe ich entgegen alle Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie so religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kurs gefunden. Aber jetzt kann ich nicht anders als zu fühlen, dass mich eine höhere Macht beschützt. Früher sagte man mir immer, ich würde als Musikerin niemals Erfolge feiern. Jetzt spiele ich ausverkaufte Konzerte an einigen der renommiertesten Veranstaltungsorte des Landes. Sie sagten, ich hätte einen schwierigen Charakter und würde niemals einen Seelenverwandten finden. Und wer lacht jetzt? Zuletzt sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder bekommen könnte. Und doch bist du hier, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau der Welt. Ich liebe dich so sehr. Das war wahrscheinlich noch vor dem Brand gewesen. Noch eine sehr glückliche Familie, die kurz davor ist, ein Kind zu kriegen. Ja, gib auf, wie immer.
Okay, ich habe jetzt mal kurz dicke Eier bekommen und wollte sehen, was passiert, wenn ich da reingehe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Ja, genau. Überall Spielzeug. Ja. Hehe, was? Hehe, wo bist du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Tür, an die ich nicht rankomme. Perfekt. Perfekt. Was deine Frage betrifft, meine Schwester hat mir erzählt, dass Anna Blackwood eine außergewöhnliche Tagesmutter ist. Mir scheint, sie verdient ein solches Lob durchaus. Dein Freund und Anwalt James Jerome Sadler. Ich finde dich gleich. Dann gibt's einen Po voll. Huch? What the fuck? Wieso so ein Bild? Oh nein, sag mir nicht, die Mutti kommt gleich wieder. Oh, bitte nicht die Mutti. Es war immer, wenn die geheult hat, dann kam die irgendwann. Ich musste vor ihr fliehen. Kehr nochmal. Nicht schlecht, okay. Oh, das mit der Puppe war jetzt ein bisschen süß. Das war wirklich ein bisschen süß. Glibber, lecker. Erinnert mich so ein bisschen an Resi 7. No leaving the workshop until it's finished. What? Handschellen? Warum Handschellen? Ich hoffe, die haben nicht ihr Kind irgendwo ist gemacht. Schlüssel gefunden. Na, fangen jetzt nicht an zu blinken. So, wir drehen uns um. Okay, alles safe, alles gut. Alles korrekt. Wieder ein paar Retten. Genau mal, wollt ihr weg. Gott, wie lange bin ich jetzt schon am Aufnehmen? Fast 4 Stunden, okay. Weil du eine Geisteskranke bist. Hör auf mich zu jagen. Shit, ich habe wieder 2 Blicks vergessen. Okay, das wird wahrscheinlich ein Teil des Spiels sein. Ich werde immer von der gejagt. Naja, das ist aber ganz kurz gewesen. Der Controller vibriert. Irgendwas passiert hier gleich. Oh, na, genießt ihr euer Essen? Was sagt ihr dann? Apfel? Oh, sehr schön. Was soll ich denn jetzt? Oh. Hä? Ach so, ah, okay. Das ist natürlich nice. Ich muss das drehen, ne?
Wir haben einen kleinen Apfel und einen großen Apfel. Oder ist es nur, weil ich so stehe hier gerade? Okay, wahrscheinlich. So, da haben wir das Bild. Okay, das muss ich jetzt so drehen, dass ich... Okay, viel kann man hier nicht falsch machen. So. Und du, ein Rucker. Schön, ne? Okay, die Tür ist jetzt wieder auf. Rudi kommt gleich wieder. Genau. Wir sprechen hinter unserem Rücken. Das war jetzt ein bisschen laut. Du hast sie mir verdammt nochmal genommen, meine Gabe. Ich glaube, du hast sie dir selbst genommen. Okay. Hier haben wir nichts, ne? Ah, Gott. Hätte man wieder so leicht übersehen können. Ich musste fast alle Puppen aus ihrem Zimmer entfernen. Es ist langsam lächerlich geworden. Du kannst sie nicht einfach mit Geschenken behäufen, bloß weil du dich gerade schuldig fühlst. Was auch immer es ist, weshalb du dich schuldig fühlst. Sie braucht einen Vater, nicht noch eine nutzlose Ablenkung. Okay, ich habe das Gefühl, wir haben als Familienvater kläglich versagt. Sowohl unserer Frau gegenüber als auch unserer Tochter, wie es scheint. Oh Gott. Wo bewegt sich? Naru? Little Chucky? Okay, das ist wahrscheinlich die Tochter. Und ist das die Mutti? Ist die tot? Oder warum ist das Bild? Okay, das ist auch cool gemacht. Pfeil nach oben. Wieso ist da ein Pfeil nach oben? Das ist kein Pfeil nach oben, das ist ein Mensch. Aufgezeichnet ist, okay. Oh, die Puppe ist weg. Cool. Boah, Alter, dieses Spiel, ne? Das macht mich schon ein bisschen nervös jetzt. Who are you even playing? Mit wem spielst du überhaupt? Nicht mit ihrem Daddy. So, gebrochenes Herz. Und hier wieder mehrere Wege.
Ja. What do you stand to win? Was kannst du gewinnen? Time for you to choose a side. Zeit für dich, eine Seite zu wählen. Ja, was ist das jetzt hier? You see, Birdie, if you move it here and here, bam. What? What's so funny? Die hat dich besiegt, wahrscheinlich. Ich denke mal, weiß die Tochter und Schwarz sind wir. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. My little bird loved this game. Huch. Alter, wieso dreht er sich so plötzlich? Das ist schon das dritte Mal, Leute. Gut, dann hätten wir das hier auch. Jetzt müssen wir geradeaus, ne? Oh. I need some peace and quiet to work. Is that too much to ask? This house is not a playground. Alles klar, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ein Kind, das mit ihrem Vater spielen will, aber der Vater, ja, keine Lust drauf hat wahrscheinlich. Sich eher seiner Arbeit widmet, falls er sich seiner Arbeit widmet, eher seinem Alkohol. Und ja. So, wo sollen wir lang? Okay, es gibt nur einen lang. Einen Weg, Gott sei Dank. Dein Kind ist knapp 2 Jahre alt. Es ist völlig normal, dass sie noch nicht spricht. Es ist nicht deine Schuld, es ist nicht die Schuld der Tagesmutter. Und nein, den Geist deiner Tochter anzuregen, indem du ihren Nietzsche vorliest, ist keine gute Idee. Um Himmels Willen. Hallo? Oh. Puppi. Wie, und du hast mir dabei nichts hinterlassen? Oh. Achso. Ja Gott, da würde jemand laufen vom Fenster. Da ist eine Tür, an die ich nicht rankomme. Hi. Gut, nichts übersehen. Alter, steckt einfach mal eine Gabel in einem Bärenkopf drin, ey. Ich achte mal so ein bisschen auf diese Anomalien, ne? Weil die kann man halt mega einfach übersehen. Gut. Hallo? Hallo? Ja, genau. So, die Musik wird wieder ein bisschen bedrohlich. Oh, falscher Knopf. Derselbe Raum. Ist auch wieder das typische Klischee, dass es immer regnen und Gewitter muss in Horrorspielen, ne? Einfach nur ein typisches Klischee. Ups, ich häng hier irgendwo. Ah, ich komme hier nicht weiter, okay. Gehen wir mal so. Es wird immer dreckiger und jetzt sitzt ein Baby hier. Eine Puppe, ein Baby. Ja, Baby auch.
Ich weiß, sie liebt dieses Spielzeug, aber ich weiß nicht. Irgendwas daran ist wirklich beunruhigend. Vielleicht liegt es daran, wie sie damit spielt. Sie ist kein glückliches Kind. Man merkt es manchmal, wenn sie spielt. Es bricht mir das Herz, das zu sehen. Ja, da bist du selber schuld. Nice. So, und jetzt sieht auch mal Blut hier. Perfekt. Der Bär hat seinen Weg auch im Fenster gefunden. Und, was ist das denn? Achso, eine Lampe. Das sah gerade so mystisch aus. Hallo? Scheiß Gewitter auch noch, ne? Erschreckt mich auch mal. Hallo! Sorry. Nice. Wirklich nice. Okay. Nee, geh doch. Hallo. Oh Gott. Du jagst mich nicht, oder? Erstmal, wenn die Gnade schneiden, ne? Oh Gott. Wo soll ich denn jetzt lang? Ich habe mehrere Wege. Alter. Die leuchten Augen der Puppen auch, ne? Oh, Gott sei Dank ist versperrt. Gut. Ach, schon wieder das. Auch versperrt. Gut, es gibt nur einen Weg. Sehr gut. Danke, Spiel. Sonst gibt's hier keine Gegenstände mehr. Jetzt einfach hier. Tschüss. A brush as soft as a child's hair. Das Familienbild. Oh, aber ohne Papa. Papa ist in seinem Gemälde, ne? Ja. That's not a good toy for her. Yeah. Alter. Die haben mich beobachtet. Ist noch irgendwas? Ja, genau. Irgendwas laufen.
Okay, wir drehen uns um. Welchen Traum soll ich verfolgen? Und hier haben wir wieder die Waage. Okay, ich muss einen Weg finden. Jetzt muss ich irgendwie auf was Besonderes achten. So, wir haben hier eine Puppe stehen, die in die Richtung schaut. Hat das was damit zu tun? Damit Elch. Was? Achso, Lampe ist leer. Ich dachte gerade, was jetzt passiert. Okay, das war offenbar nicht richtig. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Oh, Bruder. Lass das doch bitte. Okay, ein Bild von einer Frau, als sie schwanger war. Das sieht mir wieder aus wie so ein Verfolgungsscheiß da hinten. Oh. Ich möchte das nicht. Sag ich ganz ehrlich, ich will das nicht. Das sind alles dieselben Wege. Ja gut, komm. Bringen wir es hinter uns. Ganz lustig, ne? Gut, da vorne sitzt irgendwas. Alter! Alter! Alter, dass ich mich davon jetzt nicht erschrocken habe. Das kam mir richtig ins Gesicht. Warum weinst du? Nicht weinen. Weg. Boah, alter Falter, okay. Puh. Alter. Okay. Ja, da habt ihr mich gekriegt, ne? Da bin ich jetzt wirklich erschrocken. You like it, my little bird? Okay. Oh, wie schön. Eine Schneekugel. It will look great on the fireplace, don't you think, honey? Das ist cool. Gut, wo soll ich jetzt lang? Warte mal, lag irgendwas auf dem Boden? Is this supposed to be funny? Du bleibst schon offen. Und was läuft hier rum?
So, gut, okay, ich muss da lang. Auf jeden Fall. Oh Gott. Wo ist Daddys kleiner Liebling? Was war das? Oh, Alter. I should have let her express herself. Das Spiel wird langsam ein bisschen laut. If she really endangered your child, wenn sie dein Kind wirklich gefährdet hat, dann ist es vernünftig, sie zu entlassen. Aber vielleicht solltest du ihr noch eine Chance geben. Frau Blackwood weiß immerhin, wie man auf Kinder aufpasst. Nein, keine weiteren Chancen, kein weiteres Risiko. Okay, wir hatten wahrscheinlich ein Kindermädchen gehabt oder sowas und ja. Unser Dude hier ist wieder auf Entlassungstour. Erst ein paar Dienstmarkt und jetzt auch noch das Kindermädchen, wie scheint. Was war das denn? What the hell war das? Von wo kam ich denn jetzt weg? Okay, von da kam ich schon. Ah, hier sind Pfeile. Ja, die bringen mir aber nichts. Da ist ein Stern mit einem Auge oben drauf. Was haben wir hier? Ah, ich hab keine Ahnung. Achso, die Lampe schon wieder. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Wo sollen wir denn lang? Die Tür ist versperrt, okay. Warte mal, sind alle Türen verschlossen? Die ist auch verschlossen, okay. Dann, oh, Alter. Dann hat sich das Problem schon mal gelöst. Dann gehen wir mal hier hin. Ja. Aufzug. Mädchen mit irgendeiner dunklen Person hier und ein Baum. Aufzug in Horrorspielen. Okay, diesmal geht's nach unten, nicht nach oben. Earlier today. Von Liebe zu Wahnsinn. Mann nach Entführung des der eigenen Tochter festgenommen. What? In einer sonst so ruhigen und friedlichen Nachbarschaft ereignete sich am heutigen Tag eine Szene, wie sie in den besten Krimis vorkommt. Als Sozialarbeiter, begleitet von bewaffneten Polizisten in das Haus von einem einst berühmten und kürzlich verwitweten Maler, eindrang. Offenbar war der Mann zuvor in einer Kinderpflegeanstalt in der Innenstadt eingebrochen, um mit einer der jungen Patienten geflüchtet. Unsere Quellen berichten davon, dass das Mädchen die Tochter des Täters sein soll, die zuvor nach einem Urteil des Familiengerichts seiner Obhut entzogen worden war. Nach erfolglosen Verhandlungsversuchen stürmten die Polizisten aus Angst, der Mann könnte dem Kind Schaden zufügen, in das Gebäude und nahmen den Verdächtigen fest. Augenzeugen berichten, dass während Sanitäter das Mädchen aus dem Haus eskortierten, der Vater auf die Knie gefallen sei und wiederholt gerufen haben soll, bitte, sie ist alles, was mir noch bleibt. Eine höchst tragische Wendung. Gut, das waren... Warte mal. Verwitwet. Die Frau ist gestorben. Unsere Frau ist gestorben. Okay, warum ist sie gestorben? Hat sie jetzt wegen den... Da haben wir sie umgebracht? Ich weiß es gerade gar nicht, Alter. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich habe gedacht, der hat herbe Streit mit der gehabt, dass sie so ein bisschen entstellt wurde wegen dem Brand, aber... Von einem Tod habe ich nichts mitbekommen.
Aber wir haben ja eine Zeichnung von einem kleinen Mädchen gesehen, wo die Mutter auf dem Boden lag, ne? Also könnte vielleicht schon was passiert sein. Was war das? Wir machen genau das, was man tun sollte. Wir folgen das dem Ding, was wir hier gerade gesehen haben. Oh, nicht schon wieder, Alter. Komm, hör auf. Hi. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich wieder gejagt. Hier sehen wir überall so eine schwarze Kreatur. Die Puppe möchte da rein. Aber da kommen wir nicht rein. Wir brauchen Schlüssel. Wo finden wir diese? Hör auf zu klopfen bitte, so, da haben wir Maus. Wir haben eine Katzentür und eine Maustür. Beziehungsweise Rattentür. Ich weiß nicht, ob das Raumhaus oder Ratte ist. Keine Ahnung. Alter. Oh. Gänsehaut. Oh, dieser scheiß Gewitter, ne? So, Sonntag. Geburtstag des Kindes wahrscheinlich verpennt, ne? Eieiei, was für ein Vater bist du. Arbeit nur her. Sowas geht nicht. Oh, ich bin jetzt wieder zurückgelaufen, ne? Ja, Tatsache. Okay, wir können nach oben und wir können zur Maustür laufen. Was machen wir? Ich muss sagen, wir laufen erstmal zur Mäusetür und wir können auch mal nach oben. Oh, super, so viele Wege wieder mal. Ist auch verschlossen. Gut. Hallo? Hallo, wo soll ich lang? Sattkasse. Wir haben hier so eine Art Pferdefahrrad. Fährt auf Rädern. Hier ist auch nichts. Da ist Katze. Auch Katze auf Räder. Und? Alter. Auch verschlossen. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. So, da ist der eine Weg hoch. There was a dog. Da war ein Hund. Alter. Okay, wir haben Schlüssel für den Hunderaum. Alter. Was soll das sein? Ist ein und derselbe Ort, ne? Oh, es ist dunkel geworden. Ist ja nichts mehr hier.
Muss das jetzt sein, Alter? Ich wollte hier entspannt mich umsehen. Okay, die Tür ist verschlossen. Der eine Katze verjagte. Da war ein Hund, der eine Katze verjagte. Okay, das kommt wahrscheinlich zusammen. Boah, das Ding ist, ich muss mal eben ganz kurz entspannen. Ich weiß, wenn ich jetzt gleich wieder rausgehe, dann jagt die mich wieder. So, ich muss gleich runterlaufen. Zur Katzentür. Mal überlegen, wo die Katzentür gewesen. Wo bist du? Warum ist auch so dunkel geworden? Das ist die Mäusetür, da muss ich nicht hin. Shit, wo war die Katzentür gewesen? They could have killed a rat. Okay. Scheiße. Oh, die läuft ja sogar schnell. Was geht denn bei der ab, Alter? Die rennt ja sogar. By the Emerald Creek. Am Smaragdgrünen Bach nahe dem Blaubeerstrauch. Oh, my children, you're both so sweet. I could eat you right up. Ist das der Dämon, der jetzt spricht, mit dem die Frau vorhin so einen Vertrag geschlossen hat? Ein Stück noch. Ich habe das Gefühl, ich habe das wieder vergessen. Irgendwo. Finish him! Okay, dann ich muss da rein. Oh, das ist schön. Der ist schön hell, der Raum hier, ne? Das ist cool. So, was soll ich jetzt hier machen? Ich sehe nix. Hier ist noch eine Schublade. Damals. Was ist das? Das sieht aus wie so ein Aufzieher, ne? Ah, eine Spieluhr. Perfekt, okay. Das ist so gut gemacht. Es wird dunkel, nein, nicht dunkel werden. Oh, Fenster geht auf.
Boah, gleich kommt irgendwas ins Gesicht, aber so richtig fett. Die Tür ist weg. Zimmer ist länger geworden, da schwebt eine Puppe, alles ist weg, oh Gott. Und da haben wir ein Familienbild. Okay. Mutti im Rollstuhl, Vater böse. Oh, nicht so schnell, dreht doch nicht so schnell. Mutti nicht mehr da, nur noch Vater böse. Mädchen weint. Ruhig, kleines Baby, die Nacht ist rau. Sterne verblassen über dir, denn der Raum wird grau. Und die Puppe kommt näher und wird größer. Früher kam Mama, hat dich zugedeckt. Alter. Jetzt ist sie schon lange weg. What the hell? Das ist auch erstmal so ein richtig fetter Drogentrip hier, ne? Alter, ey. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Sind das Haare von einem Mädchen? Der möchte irgendein Kunstwerk machen aus lebendigen Sachen. Also heißt, wir haben jetzt Haut gehabt, wir haben Knochen, wir haben Blut, jetzt Haare. Der will wahrscheinlich irgendwas Kunstvolles machen daraus. Jetzt halt nur die Frage, die ganzen Sachen, die er jetzt bekommen hat, den Knochen, die Haut, wo hat er das weg? Das Blut? Okay, Blut hat er vielleicht von sich selber genommen, das könnte man sich vorstellen. Ich meine, hat sogar das Spiel selber gesagt, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber es ist ein wenig, ja,